Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind in Bielefeld beim gebogenen Bahnhof, die Straßenbahn fährt, die Kirche steht noch da, wunderbar alles. Ja, und jetzt, es gibt eine neue Mod, die werde ich gleich präsentieren. Wir sind an der IC-Strecke dran, das werden wir auch weiterführen, ganz klar. Wir müssen aber ganz kurz nach Langenberg, beziehungsweise hier zu diesem Ding. Aha, das Spiel lädt wieder. Denn erstens, jetzt muss ich gerade überlegen, was steht da genau? Stahl Langenberg steht. Da müssen wir mal gucken. Wo stehen die denn? Stehen die hier oder stehen die... Ist das Stahl Langenberg? Nee, das ist Rindlenzentrum. Ist aber auch Stahl. Nee, dann ist das hier oben irgendwo. Oder wo? Nee, hier kriegen wir eigentlich auch keinen Stahl her. Wisst ihr was? Das kann man natürlich ganz einfach machen, indem man hier das Dingens aufruft, die Linien... mal hier in neutrales Gebiet geht, das hier wieder abstellt und dann sucht Stahl. Ja, natürlich S irgendwo zu hinterst. 10.000 Busse, das müssen wir anders machen. So, jetzt müsste es schneller gehen. Stahl Langenberg, da haben wir die Linie. Und da haben wir die Züge, die stehen alle. Okay, dann gehen wir gucken. Zack, hier oben. Hier machen wir zu. Halt, zu macht man dann doch auf der Seite. So, nochmal runter. Aha, da seid ihr ja. Gut. Mal zur Seite nehmen. Wo ist das Problem? Ich würde mal sagen, wir machen das mal so. Ich habe es vermutet. Die fahren eingleisig. Okay, warum fahrt ihr eingleisig? Das weiß ich im Moment auch nicht. Jetzt gucken wir mal, bevor wir uns das Ganze ansehen, machen wir einfach mal einen Wegpunkt. So, hier hinten. Schnappe die Schnapp. Zack, hier hin. Und jetzt würde das heißen, nach... Wo sind wir hier? Rindlenzentrum. Nach Rindlenzentrum. Hier wollen wir da lang. Mal gucken, ob das funktioniert. Wenn wir hier diesen Mann, zack. Ja, funktioniert. Interessant. Das heißt, die Weichen, die haben alle gestimmt. Das haben wir ja wahrscheinlich auch uns angesehen. Ja, ja, das ist diese neue Strecke hier, die über die Brücke führt. Aber warum die das dann nicht machen, das weiß ich natürlich auch nicht. Jetzt könnte man hier noch schnell gucken. Haben wir denn hier alle... Kreuzungsweichen aktiviert. Nein, machen wir mal noch. Denn wenn es nichts nützt, dann schadet es zumindest nichts. Jetzt ist wahrscheinlich die Linie weg. Nein, Schwein gehabt. Gut, die fahren wieder. Das ist ja wunderbar. Die brauchen jetzt ein Momentchen, bis sie sich sozusagen sortiert haben. Wir gehen nochmal schnell gucken. Kostet ja nichts. Ja, und dann sind wir hier gleich beim nächsten Problem. Nämlich, dass diese Brücke hier von der Köf, die ist plötzlich so... Ich dachte für einen Moment, als ich das gelesen habe in den Kommentaren, wahrscheinlich liegt das daran, dass die KI hier gebastelt hat. Aber die verändern keine Brücken, nicht einfach so. Wahrscheinlich kam das im Zuge einer Brückenmod sozusagen zustande. Was machst du? Fahr doch rein. Moment, zack, zack. Aha, kann er nicht. Moment, dann benutzen wir hier aber das falsche Gleis. Kann das sein? Da ist nämlich schon jemand. So, wir kommen gleich wieder zurück zum Thema Brücke. Da machen wir eh auch noch was kurz. Wenn wir hier mal gucken, ja, das muss definitiv nicht sein. Außer, hier wäre sowieso auch jemand in diesem... Nein, hier ist keiner. Hier ist definitiv keiner. Gut, dann fahr doch bitte hier rein. Jetzt brauchen wir halt nochmal einen Wegpunkt. Den schnappen wir uns, setzen ihn hier hin. Und das wäre dann im Prinzip nach Unterlangenberg. So, okay, dann ist die Linie weg, weil sie nicht rüberkommen. Oder wo drückt der Schuh? Haben wir einen anderen Wegpunkt drin? Nein. Aha, jetzt fährt er. Ja, aber ist trotzdem halt nicht ideal. Sollen wir die rote Linie rübernehmen? Das können wir natürlich auch. Da müssen wir hier nicht gucken, warum der nicht rüberkommt. Das wird irgendwie mit einer Weiche zu tun haben. Irgendwo, irgendwie, irgendwann. Dann machen wir halt Stahlumkehr. Wegpunkt, das ist ein anderer. Dann können wir den hier hin machen. Die haben wir ja eh gerade an der Angel, die Teile. Zack. Und das wäre dann vor Rindlenzentrum, nehme ich an. Jawohl. Also nach Oberumkirch würden wir gerne in dieses Gleis rein. Das klappt auch. Jetzt hoffe ich aber, dass die schwarze Linie nicht wieder auf die Schnapsidee gekommen ist, zu wechseln. Nein, das passt. Die ist richtig. Gut, dann kommen wir hier zum Thema Brücke. Eben, das wird wahrscheinlich eine Mod sein von einer Brücke, die das irgendwie verändert hat. Jetzt steht hier aber gerade eine Köf drauf, da müssen wir ein Momentchen warten. Und bei den Köfs, da machen wir jetzt auch was. Ich brauche mal diese Linie. Da gibt es nämlich neue Wagen, Fahrzeugersatz. Wir nehmen die mal alle raus. So, die Köfs selber, die lassen wir natürlich drin.
So, du musst auch noch gehen. Und jetzt gibt das hier die neuen Wagen, die neuen Güterwagen. Die müssen irgendwo hier unten sein. Die sahen auf den Bildern sehr, sehr nett aus. Mal gucken, wie die in echt so sind. Ja, wie immer alles zu unterst, was neu ist, komischerweise. So, 15 Einheiten. Okay, wir nehmen hier nur Schlacke mit, sonst wird hier plötzlich auch noch Stahl abtransportiert. Das wollen wir natürlich nicht. 15. Ja, ich muss primär auf die Länge gucken. Hinzufügen. So, machen wir mal eine ordentliche Ladung. Ja, der darf ruhig. Ich weiß gar nicht, wie lang sind die Bahnhöfe. Die sind eigentlich relativ lang. Wir machen hier mal ordentlich Wagen hin. Okay, und machen hier sofort ersetzen. 6 Millionen, das zahlen wir aus der Portokasse. Und dann können wir nämlich gucken, wie das dann hier aussieht. Und wir könnten eigentlich die Brücke machen. Sollen wir erstmal gucken oder erstmal Brücke? Ich würde sagen gucken. Der fährt ja nicht auf die Brücke, während er hier sozusagen transformiert wird. So, Hallöchen, Köf. Macht wacker ihre Arbeit. Und zack, da hat sie gewechselt. Hier, was sind das, so Brennöfen oder wie sagt man dem? Oh, jetzt sieht aber schon cool aus. So stelle ich mir das genau vor, mit so langsamen Lokomotiven, aber zwei Stück, weil sie schwer ziehen müssen. Und dann die Teile hier. Ah, da sieht man, guck mal, genau, das habe ich gemeint. Da sieht man sogar, ja, das Zeug drin. Haben wir hier nur eine Ladung Schlacke, 12 von 255. Na, das ist ja dann aber doch, mach mal mehr Schlacke hier. Sag mal, mehr Stahl abtransportieren. Ja, ja, gut, das machen wir ja sowieso. Wir haben hier noch eine zusätzliche Linie installiert. Gut, jetzt mache ich aber mal Pause, damit ich die Brücke nochmal ändern kann. Weil hier hatten wir eine Holzbrücke. Wir brauchen ja nicht so eine Stahlbrücke für die Köf. Das Problem, das ich sehe, ist einfach, dass wir hier zusammenhängen. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal so hinkriege. Ohne, dass ich das Ding hier auch nochmal abreißen muss. Aber wir werden es rausfinden. Also du kommst weg. Jetzt ist wahrscheinlich... Nein, ist nur die Brücke weg. Das wird ein Problem geben. Das werden wir gleich sehen. Aber... egal, ich möchte hier nicht die Stahlbrücke, ich möchte hier meine Holzbrücke haben. Das war schließlich ein Wunsch aus den Zuschauerreihen. Und zwar ein guter, denn eben, die Köf, die braucht nun beim besten Willen nicht so eine Riesenbrücke. Die weiß ich nicht, was für ein Tempo erlaubt, aber jetzt wird es irgendwie lustig. Also, wenn du hier reingehst, oh, guck mal, also eingleisig funktioniert schon mal. Das Problem ist einfach, wir wollen es nicht eingleisig. Wir hätten es gern wieder zweigleisig. Und das wird ein Problem geben, weil wir hier natürlich ein Gleis haben. Wir könnten aber hier rüber. Dann müssten wir hier nochmal... Ja, ich kann ja mal gucken. Also das kann ja mir nicht gehen. Aber wir können es ja mal testen. Ja, nee, geht nicht. Bis hier würden wir... Bis hier hin kämen wir. Wenn wir jetzt hier eine Weiche machen... Ja, das würde eigentlich auch gehen. Brückenpfeilerkollision? Aha. Wie gesagt, nachher kommen wir noch zum Thema Schiff. Aber jetzt haben wir gerade im Moment Thema Brücke. Jetzt könnten wir es so machen, dann könnten wir die Gleise hier so lassen und sonst müssten wir hier nochmal abreißen. Aber ich denke, das können wir so lassen. Wir haben hier nur zwei Züge. Da machen wir das so. Da müssen wir dann das Signal natürlich nochmal setzen. So, okay. Jetzt mal gucken. Thema Signale. Was haben wir hier? Da haben wir welche in der Mitte. Und dann haben wir neu hier eins. Halt, das wäre ein Wegpunkt gewesen. Das wollen wir dann natürlich doch nicht. So, einmal hier. Und die Gegenrichtung, die haben wir dann da oben. Okay, jetzt müssen wir halt gucken, weil das sind dann doch längere Züge wie vorher wahrscheinlich. Aber das wird schon klappen. Fährt der? Jawohl. Die waren jetzt hier auch von dieser Stahllinie. Sogar mit 5 Einheiten davon. Wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, lasst uns zum Thema Schiff kommen. Es gibt ein neues Schiff und zwar nicht nur irgendeins, sondern ein ganz bestimmtes. Und jetzt, was machen wir damit? Das ist eher groß. Die meisten wissen eh, wovon ich rede, nämlich... von der Titanic. Da könnten wir doch, wir könnten sie natürlich hier auf dem Fluss fahren lassen. Das ist aber irgendwie ein bisschen doof. Ich weiß nicht, die gehört ja schon eher aufs Meer und Meer haben wir nicht, aber wir haben hier einen See. Und wir haben hier vor allem Erlikheim, das direkt hier liegt und hier hinten Weißwasser und da haben wir schon einen Hafen. Ich würde mal vorschlagen, wir lassen die mal zwischen Weißwasser hier und Erlikheim laufen. Das heißt, wir brauchen hier noch einen Hafen, den hätten wir sowieso früher oder später hingestellt. Haben wir mal drei Terminals und ja, ich würde sagen, den machen wir mal irgendwo hier unten hin. Da müssen wir dann auch noch wegen Bussen gucken, dass die auch noch hier hinkommen. Werden wir auch noch schauen. Ist das okay so? Ja. Ich denke mal, die Brücken, die sind alle geschaffen dafür. Ich denke mir nur, oder ich habe mir gedacht, wie sieht denn das aus mit der Titanic? Die ist ja doch relativ hoch. Also passt die auch unter den Brücken durch?
Wobei, wenn wir hier gucken, doch hier hinten haben wir natürlich Brücken. Ich wollte gerade sagen, hier haben wir gar keine Brücken. Aber, und ob wir Brücken haben, reicht das hier? Irgendwie, nee, das reicht nicht. Das habe ich ganz vergessen. Das habe ich mal noch gesagt. Da müssen wir tatsächlich noch schnell gucken. Hier reicht es nicht mit der Brücke. Hier kommen wir unten durch und hier kommen wir auch unten durch. Zumindest mit normalen Schiffen. Das heißt, die Brücke hier, die müssen wir noch schnell erneuern. Wir machen mal Päuschen. Möchtest du hier rüber? Nö, der biegt da ab. Okay, hier möchte eigentlich keiner rüber. Das ist ja relativ praktisch. So, hier den Knubbel wegnehmen. Ja, und jetzt müssen wir hier wieder tatsächlich nochmal... Ja, das geht noch. Aber die Häuser hier, die sind je nachdem dann auch gefährdet. Wir machen mal eine breitere Brücke. Mal gucken, ob das funktioniert mit M und N. Nö, so schon mal gar nicht. Okay, die müssen wir anders machen. Nochmal backern. Das nochmal weg. Das lassen wir. Aber das wird genau das Problem sein. Das sehe ich jetzt schon kommen. Wenn wir hier rüber wollen. Okay, und jetzt M und N. Ah, doch, es geht. Okay, aber nicht mit der Brücke, sondern wir machen... Wir gucken mal, was haben wir denn Schönes? Ein Damm hätten wir noch. Der bringt uns gar nichts, wenn da ein Schiff durch soll. Die hier, die gefällt mir halt einfach relativ gut. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie finde ich die klasse. Jetzt ist sie vielleicht ein bisschen zu gebogen. Was meint ihr? Wenn wir nochmal runtergehen. Aha, dann geht sie gleich gar nicht mehr. Echt? Muss die so gebogen sein? Ja, wahrscheinlich, weil da hinten eben gleich die Straße ist. Was meint ihr dazu? Ist die nicht irgendwie... Die ist zu gebogen. Was machen wir denn da? Machen wir die Brücke woanders? Dann haben wir hier keine Brücke. Dann gibt es die Brücke hier vorn. So, wenn wir dich hier so rüberziehen. Zum Beispiel so. Wieder in die Höhe gehen. Und hier wieder diese Brücke nehmen. Die war es, glaube ich. Ja, dann ist es schon nicht mehr so gebogen. Das gefällt mir wesentlich besser. Und es erfüllt den Zweck hier auch. Nämlich hier die beiden Stadtteile zu verbinden. Haben wir denn hier sonst noch... Aha, Moment, das wird schwierig. Haben wir hier denn sonst noch irgendwie eine Brücke? Ich gucke gleich mal. Nein, wir wollen keine Gebäude entfernen. Okay, hier könnten wir eigentlich auch gleich mal noch reingehen, wenn es geht. Geht noch nicht, so geht's. Okay, coole Kreuzung. Hier hinten sind wir dran. Ja, ist die einzige Brücke. Okay, das reicht ja aber auch für hier. Gut, ich bin ja mal gespannt, wie das hier aussieht mit der Titanic, die kommt doch hier nicht unten lang oder unten durch, fährt die einfach durch die Brücke durch wahrscheinlich, ich nehme es mal an, aber ja, wir können es nicht anders machen. Ich möchte jetzt die Titanic haben, das ist so eine coole Mod, die sieht wirklich einfach klasse aus. Ein Depot haben wir keines und eine Linie haben wir noch nicht, das bräuchten wir noch, nämlich von hier nach Weißwasser rüber, nach hier. Moment, hallo, ah doch, jetzt hat es geklappt, jetzt haben wir es dafür gleich zweimal, da hat man einen kurzen Verzögerer drin. Und das ist dann ganz einfach logisch. Titanic. Linie. Ja, Ehrlichheim, Eheim nach Wasser. Halt, nicht Wasser, sondern Wasser. So, jetzt. Nee, was? Okay, das reicht auch. Gut, haben wir. Jetzt Depot. Haben wir hier in Weißwasser keines? Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier eins. Hier haben wir schön platt. Schiffsdepot, zack, zack. Ein bisschen abseits vielleicht. Hier auf der gegenüberliegenden Seite wäre auch noch ganz nett. Das Schiff wird hier wahrscheinlich kaum Platz haben. Das ist ein bisschen das Problem. Oder wir machen es doch hier hin. Dann wäre es noch in der Nähe der Eisenbahn. Das gefällt mir eigentlich eh fast besser. Hier bei der Brücke. Ja, das wird jetzt interessant. Ne, dann kommt es nicht raus. Das Schiff. Da müssen wir... Ja, wir brauchen ein bisschen Platz. Machen wir es halt hier vorne hin. So, hier haben wir Platz. Zack. Und jetzt wird es interessant. Einmal Schiff kaufen. Da haben wir sie. Ship Titanic. Oder Titanic. Ab 1912. 500 Passagiere. Okay, das werden wir kaum brauchen. Machen wir zu. Linie zuweisen. Und jetzt heißt es... Gucken, boah, da ist sie schon. Ich sag ja, die ist so hoch und so groß. Heiliges bisschen. Und guck mal, hier vorne, da steht sogar, da steht noch Karl-Heinz mit seiner Angetrauten. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der wirklich hieß im Spiel, sage ich schon. Im Film, aber das ist so der hier, der Ich bin der König der Welt-Kollege, wo ich mir dann immer gedacht habe, spring. Nun spring doch runter und gib Ruhe. Ja, ich weiß, böse. Aber
Ja, der Film, ich weiß auch nicht, deshalb vielleicht auch eher für Frauen gemacht. Also ich bin kein begeisterter Fan dieses Films. Cool ist, wo das Schiff untergeht, aber das dauert mir zu kurz. Das hätten sie auch ein bisschen strecken können, nämlich bis zum Anfang des Films. So, ich weiß, schon wieder eher gemein, aber eben. Ja, hier unten stehen sie und man sieht schon, das Schiff ist nicht für diese Art von Hafen gemacht. Drei Terminals haben wir. Das passt hier ganz einfach nicht rein. Und wenn man hier natürlich die Höhe mal guckt, da werden wir niemals richtig unter der Brücke durchkommen. Ich bin gespannt. Ja, das wird halt einfach durch die Brücke durchfahren wahrscheinlich. Wenn uns das zu sehr stört, dann werden wir zur Not die Titanic wieder rausnehmen. Ach, guck mal hier, die Schiffsschrauben. Das ist schon sehr, sehr schön gemacht. Mal noch in Ruhe angucken. Ja, mehr als nur einfach nett. Ein Hammerteil, also für eine Mod. Jetzt, wenn wir uns reinsetzen, ist halt das Problem, da bringt Mitfahren nicht viel. Das sieht bei jedem Schiff halt genau gleich aus. Ist schön, erholsam, irgendwie balsam für die Seele. Aber, ja, man kommt halt nicht vorwärts. Und wenn wir so gucken, ja, dann können wir auch so gucken. Da brauchen wir keine Cam, das kann man sich auch so ansehen. Aber ist schon, ja, ist ein ordentliches Teil. Eisberg hat es leider keinen dabei gehabt, sonst hätte ich da noch einen hingestellt. Einfach so symbolisch. Ah, cool, mir gefällt das halt mit den Schrauben, das sieht schon relativ nett aus. Ist halt eher ein Gimmick, aber im Endeffekt, es wird schon auch Leute transportieren, nehme ich an. Jetzt könnten wir hier noch schnell gucken, wir wollen natürlich noch zur IC-Linie zurück, aber man sieht eh, hier haben wir eigentlich sowieso viele Leute an den Bushaltestellen, das heißt, wir werden hier mal die Linie schnappen und mal gucken. Wo fahren wir hier lang? Und dann gibt es noch ein bisschen Verstärkung. Ah, nach hier unten fahren wir sowieso nicht. Denn das sind neue Startteile. Was macht ihr denn hier unten? Aber irgendwie fahren sie doch hier unten lang. Hä? Moment. Oder ist das eine andere Linie? Fernbus. Ah, okay, der Fernbus. Der fährt, ja, der kommt von hier unten. Das bringt uns aber dahingehend nichts. Wir müssen die einheimischen Busse nach da unten bringen. Und wie machen wir das am besten? Oder machen wir eine zweite Linie? Wisst ihr was? Wir machen eine zweite Linie kurz. Das geht ja relativ schnell. Da brauche ich jetzt... Ja, fragt mich einer, warum habe ich jetzt die Linie zugemacht? Keine Ahnung. So, da haben wir sie wieder. Wir fangen hier an und gehen hier runter. Und dann hier außen rum. Und dann nach hier hinten. Das heißt, wir bauen hier mal noch eine kurze Verbindung. So, irgendwie... Mal gucken, Moment. Hier raus, möglichst dem Fluss entlang, wenn ich denn mal noch rauskomme. Jetzt. So, hier lang. Dann können sie je nachdem vielleicht da noch ein bisschen bauen. Mal gucken. Und hier rein. So, dann können wir schön einen Kreis ziehen. Also, dann bräuchten wir jetzt mal Bushaltestellen. Machen wir doch hier unten glatt mal die. Das müsste ja relativ flach sein. Ja, das versinkt halt schon wieder leider. Das muss völlig flach sein. Aber wir lassen es mal so. Man sieht die Bushaltestelle. Das passt schon. Also, dann nehmen wir nachher die. Und gucken nochmal hier oben. Wir gehen mal hier hin. Halt, wir brauchen eine neue Linie. Beziehungsweise, ja, jetzt wollte ich da nochmal eine Bushaltestelle hinsetzen. Nein, wir müssen eben hier unten gucken. Also, es gäbe mal hier welche. Das gibt ordentlich Leute hier. Das kann ich jetzt schon sagen. Mit diesen riesigen Hochhäusern hier. Dann gehen wir hier lang, gehen einmal außen rum, gehen hier wieder zurück, gehen mal hier runter und gehen dann dahin. Und dann hier wieder, nee, das, jetzt haben wir das eigentlich vergeblich gebaut, von hier wieder zurück. Gut, wir brauchen eine neue Linie. So, das würde jetzt hier oben anfangen, haben wir gesagt. Geht dann hier runter, Moment, hier lang. Dann hier lang, dann einmal außen rum. Da haben wir nichts mehr, das geht dann hier rauf. Dann halten wir hier. Und dann halten wir hier. Und dann geht das wieder zurück. Drei. Moment, stimmt das? Doch, sechs, sieben. Beziehungsweise, Moment, vier. Drei. Doch, stimmt. Zwei. Und wieder hier oben hin. Okay, jetzt kann man sagen, jetzt haben wir den Bereich natürlich ausgelassen, aber den können wir später mal noch machen. Ich glaube nicht, dass das bei diesen Buslinien bleibt, allgemein in den Städten. Wir werden hier noch weit
mehr Busse installieren demnächst. Aber eben, wenn ich das jetzt mache, heißt es, mach doch jetzt die IC-Strecke, wenn du das schon gesagt hast. Und wenn ich die IC-Strecke mache, heißt wieder, überall stehen zu viele Leute an den Bushaltestellen. Das ist halt das Problem, Leute. Wir können nicht alles zusammen machen. Ich brauche mal kurz nochmal die hier. Und ja, erwische ich dich? Jawohl. Bus Erlikheim. Also eigentlich ganz einfach. So, ich bräuchte meine Linie 1 wieder. Die wäre irgendwo hier unten. Wo ist jetzt die Buslinie? Moment. Da, Linie 1. So, hier oben schnapp. Und dann haben wir hier Bus Erlikheim 2, würde ich mal sagen. Oder wir können ja sagen Hafen. Das klingt ein bisschen besser. Erlikheim. Hafen. Sehr gut. Und jetzt gibt es hier Fahrzeuge. Und dann gibt es für die andere Linie auch noch ein paar Verstärkungen, würde ich vorschlagen. Wo haben wir das Depot? Irgendwo müsste hier doch ein Straßendepot sein. Das haben sie ja gut versteckt. Eher hier oben? Nee. Sag mal, das hat ja noch so ein schönes separates Zeichen. Sieht das gerade jemand? Ich sehe es nicht. Ich bin mal... Ah, da oben. Ja gut, jenseits von Gut und Böse im Prinzip. So, Straßenfahrzeuge kaufen, Passagier. Ich würde mal sagen, 26 ist okay. Das werden jetzt die hier für die alte Linie. Bus Erlikheim. Und dann gibt es andere, würde ich vorschlagen, für die neue Linie, für die Hafenlinie. Zum Beispiel solche. 18 Passagiere, das ist, ist ein bisschen zu wenig. Reisebusse möchte ich nicht. Die hier haben wir alle jetzt gerade eben schon mal verwendet. Da haben wir doch noch einen neuen. Doppelgelenk-Hybridbus, den haben wir glaube ich noch nicht. 30 Passagiere, das klingt gut. Nehmen wir mal. Nehmen wir von dem auch noch zwei dazu. Ach, nehmen wir nochmal. Moment. Nochmal ein. Machen hier zu und weisen den zu. Moment, falsch. Wir wollen nicht in die Industrie, sondern wir wollen hier runter zum Hafen. Da warten eh schon Leute. Sensationell. Linie zuweisen. Bus Erlikheim Hafen. Dann müssen die hier wenden. Und wisst ihr was? Da machen wir jetzt noch ganz kurz was hin, dass sie hier vernünftig wenden können. Die wenden so oder so, ist ganz klar. Aber wenn man das schon kann, warum nicht hier noch irgendwie so einen Kringel hinmachen? So, und jetzt je nachdem, wenn wir Glück haben. Jawohl, seht ihr? Dann nutzen die das auch. Und hier dazwischen, ja mal gucken, wisst ihr was? Da machen wir jetzt ganz schnell noch was hin. So, bevor wir zur IC-Strecke kommen, nehme ich einfach den einen oder anderen Baum. Damit das ein bisschen begrünt ist, das Ganze. Schön, das hätte ich mir bei den Autos gewünscht, so wie das hier funktioniert. Dass es einfach random den nächsten Baum nimmt und man nicht selber irgendwie rumfrickeln muss. So, okay, gut, grün haben wir's. Wunderbar, schöner Hafen. Und tatsächlich, dass hier schon jemand wartet. Der möchte mit der Titanic mitfahren. Schön. Wo ist die? Die ist hier vorne. Aha. Ja, die nähert sich da Weißwasser an. Ja, und die Brücken vielleicht dann schon mal irgendwie, ja, die Köpfe einziehen. Haben wir hier Leute? Nein. Aber da werden wir schon welche haben. Ich nehme schon an, dass die Linie auch funktionieren wird. Aber guck mal, wie das aussieht von hier. Wenn man hier am Hafen ist... Da in weiter Ferne, da kommt sie. Heiliges bisschen. Cool, gut. IC-Strecke. Oder haben wir noch was? Irgendwie, nein. Ich glaube auf dem Zettel. Nein, da ist nichts mehr. Also eben, der Zettel, das ist eine Datei. Ich erzähle immer von einem Zettel, aber das ist ja kein Zettel. Jetzt muss ich schnell gucken, was haben wir denn hier geplant? Dass wir hier im Bielefeld rausgehen. Hier geradeaus. An Wien vorbei. Hier rein, genau. Und jetzt müssen wir hier, glaube ich, irgendwie rüberkommen. Von dem Gleis... es lädt gerade von dem Gleis irgendwie nach da hinten. War, glaube ich, die Idee. Ja, irgendwie hier rein. Und hier müssen wir halt gucken, wo gehen wir hier rein? In welche Linie? Oder gönnen wir uns vielleicht nochmal ein Gleis? Linien aufrufen. Wir haben hier Hamburg-Wien. Wir haben die ICE-Linie. Und wir haben die Cargo-Linie. Okay, und die Hamburg-Wien, die fährt hier auf der, weil wir die ICE-Linie hier frei haben wollen. Das würde heißen, wenn wir das hier mit bestehendem Gleis machen, müssen wir die tatsächlich hier raufsetzen. Und da weiß ich nicht, ob wir da nicht zu viel verstopfen. Wobei, wenn man so guckt, jetzt ist... Ja, da kommt gerade einer.
Ein Personenzug aus Hamburg. Ja, prall gefüllt. Okay, die werden auch froh sein, wenn sie ein bisschen Unterstützung kriegen. Wobei, ja, man kommt natürlich nicht nach Wien. Da müsste man umsteigen. Wir können es ja testweise mal machen. Wie wäre es denn, wenn wir hier nochmal ein Gleis langziehen? Oder zwei? Ist dann vielleicht fast ein bisschen krass. Aber auf der anderen Seite, wir könnten hier natürlich schön am Bahnhof vorbei. Nach hier unten hin. Und dann hier geht es ins Tunnel rein. Und hier unten wollen wir dann in die Stadt rein. Da müssen wir dann auch noch gucken. Da müssen wir eigentlich wieder auf diese Gleise. Haben wir hier, wenn ich hier mal gucke. Hier haben wir tatsächlich noch ein Gleis frei. Guck mal, das hier, das werden wir ausnutzen. Kommen wir mit dem dann auch geradeaus? Irgendwie ja. Da müssen wir dann einfach gucken, wie wir das genau lösen. Aber das würde also funktionieren mit dieser Brücke, okay? Oder wenn wir nochmal eine zweite hier rausziehen. Wisst ihr was, das teste ich mal. Hier, was das Schwarze soll, das ist wirklich ein Rätsel. Da haben jetzt ein paar Leute in die Kommentare geschrieben, das liegt an der Nvidia-Grafikkarte, an irgendeiner Einstellung. Ich habe da mal geguckt, aber die Einstellungen, die sind eigentlich alle so, wie sie ja, sein sollen. Von daher ein bisschen komisch. Ich gucke, ob ich hier eine Brücke anlegen kann. So, das würde eigentlich funktionieren. Kommen wir dann hier in das Gleis rein? Das würde gehen, da würde ein Gebäude entfernt werden. Ah, was machst du denn, liebes Spiel? Nicht da runtergehen. Nein, wir möchten hier eigentlich in das Gleis reinkommen. Vielleicht doch von hier her probieren. Das würde tatsächlich funktionieren. Was wären denn da für Gebäude fällig? Also das Problem ist nicht mal, dass ein Gebäude fällig wäre, sondern hier wird es dann eng mit den Schiffen. Hier unten haben wir eigentlich gar kein Gebäude. Von was redet der? Ach, von hier hinten. Okay. Wenn ich da ein Gleis baue, hat das hier hinten Einfluss. Aha. Was es nicht alles gibt. So, wir könnten halt hier dann runter. Aber bringt uns das was, wenn wir jetzt nochmal rausgehen? Hier runterkommen. Ja, es bringt uns eigentlich das Gleiche, wie wenn wir hier langfahren. Wir haben hier halt... Ja, es wird hier halt wieder eng mit den ganzen Zügen. Das ist das Problem. Von daher wäre vielleicht eine weitere Brücke doch nicht so schlecht. Aber wenn wir hier mit dem Schiff nicht mehr durchkommen, dann ist das doch eher kontraproduktiv. Und wir sehen, mit der bestehenden Brücke ist das kein Problem. Wir nutzen mal testweise, was wir haben, würde ich vorschlagen. Dann lassen wir das mit dem vierten Gleis aber auch. Dann gehen wir hier ja ins bestehende Netz rein. Hier oben würde ich sagen. Das würde heißen, hier irgendwie unter der Brücke durch. Wenn wir jetzt das hier vorne machen, dann werden wir eine scharfe Kurve haben. Da muss der Zug massiv bremsen. Wenn wir das hier hinten machen, dann haben wir das Problem. Nee, das können wir eigentlich schon machen. Lass mich mal gucken. Wenn wir hier zum Beispiel eine Weiche machen. Die Frage ist, ob das jetzt überhaupt funktioniert. Da ist eine Straße im Weg. Doch, das würde klappen, dass wir hier so rausgehen. Und dann hier vielleicht eine Kurve, um da wieder zurückzukommen. Ich weiß nicht, dann doch eher vielleicht so. Ja, das ist so eine Sache mit den ganzen Straßen da. Also hier kämen wir unten durch. Das müsste eigentlich schon machbar sein, sonst müssen wir die Straße kappen. Ganz einfach, und dann ziehen wir halt die Straße nachträglich wieder rüber. Weil es wäre schon am besten, wir würden hier unten durch. Das werden wir relativ einfach schaffen. Können da hoch und da ins Gleis rein. Das sieht man. Das ist definitiv am einfachsten. Also müssen wir hier irgendwie rüberkommen. Oder wir machen es mal so. Wenn es denn geht. Das geht. Okay. Dass wir hier hinten früher rausgehen. Wir kommen ja erst gerade rein. Hier oben ist Bielefeld. Ja, nee, das ist Käse. Dann nutzen wir hier für 20 Meter bestehendes Gleis und bringen deswegen hier den ganzen Bahnbetrieb durcheinander. Das kann es irgendwie auch nicht sein. Das ist nicht ideal. Aber ja, sollen wir hier so scharf raus? Naja, gut, 70, 72 km/h haben wir trotzdem. Abgesehen davon, dass die Steigung aus irgendeinem Grund zu groß wäre. So wird es gehen. Okay, dann kommen wir tatsächlich unten durch. Ja, ich würde das so machen. Wir machen es mal. Jetzt die Frage, reicht das hier noch für dieses Gleis? Ja, besser genau. Nee, geht genau nicht. Irk. Und hier rein kommen wir wahrscheinlich auch nicht. So wird es gehen. Nee, möchte ich nicht, möchte ich nicht. Wisst ihr was, jetzt werden wir hier doch die Straße mal noch schnell kappen. Die kriegt er wieder zurück, sobald wir die Gleise installiert haben. So,
Hier nicht ein Signal. Nein, ich möchte das hier weg haben. Jawohl. Bestens. Gleis. Hier rein. Ach, da ist natürlich noch ein Signal im Weg. Ich äumel. Das lag vielleicht gar nicht an der Straße, sondern an dem Signal hier. Gut, kommst weg. Müssen wir eh neu setzen. Wenn wir hier eine neue Weiche installieren. 59. Es ist halt schon ein garstiges Gebremse, wenn wir das so machen. Vielleicht ein bisschen... Ne, geht auch nicht. Naja gut, dann muss er hier halt ein bisschen bremsen. Auf 48 runter. Jetzt, es wird immer langsamer, das Ganze. Machen Sie mal so. Ist kein Düsenjäger. Also von daher schon okay. Er soll primär cool aussehen. Jetzt sagt bloß, wir kommen hier nicht unten durch. Doch, es geht. Das Spiel weiß halt wieder nicht, was ich möchte. Hier möchte ich eine Brücke. Schön. Ja, genau so möchte ich es haben. Nein, irgendwie doch nicht. So geht's. Gut, dann kommen wir hier aber... Ja doch, die Ausrichtung stimmt ungefähr. 94 haben wir auch. Jetzt müsste man hier das zweite Gleis vernünftig unten durchziehen können, da wir einen Anhaltspunkt haben. Okay, hier weiter geradeaus. Ausrichtung stimmt. Und da vorne dann ins Gleis rein. So, und das schadet auch nicht, wenn so ein Zug mal steht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, das sieht eigentlich auch immer relativ angenehm aus. Gut, sollen wir Signale setzen? Nein, da würde ich noch warten. Ich würde erstmal die Strecke fertig bauen wollen. Und dann gucken wir wegen den Signalen. Jetzt haben wir aber hier der bestehenden Strecke ein Signal geklaut. Das machen wir mal wieder hin. Was wir haben, das haben wir. So, einmal diesen hier. Jetzt mache ich hier keins, sonst bin ich nachher wieder verwirrt, wenn hier ein Signal steht und sonst keins, dann weiß ich wieder nicht mehr, habe ich denn jetzt die Signale schon gesetzt oder nicht? Deswegen lassen wir das mal. So, wir bräuchten noch eine Straße zurück. Moment, Straßen waren hier. Bäumchenstraße, nein, jawohl. So, kommen wir hier rüber. Das ist aber die falsche Straße, Moment. Ich wusste gar nicht, dass wir mehrere Bäumchenstraßen haben. Keine Bäumchen. Bäumchen. Jetzt habe ich die richtige. Jawohl, geht perfekt. Und jetzt kriegt er hier aber natürlich wieder noch einen Bahnübergang, einen kleinen. Machen wir mal den hier. Wunderbar, dann passt das wieder. Dann können wir eigentlich laufen lassen, das Ganze. Denn, ja, wir haben die Zeit schon rum. Wir haben die Titanic, wir haben Busse da hinten neu gemacht und wir sind doch etwa 10 Meter weitergekommen mit der IC-Strecke. Gut, aber jetzt keine Angst. In den nächsten Folgen, wir werden jetzt hier nichts Neues mehr anfangen, also von wegen Busse und Co., sondern wir machen jetzt straight ahead mit dieser Strecke weiter und gehen nach Norddeich. Gut, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder mit dabei. Bis dann. Tschüss.